wird schon. Kein Schritt weiter! Gewitter, mach dich auf was gefasst! Als du entkommst nicht! Genug! Gleich bist du Sterne! Alle Themen! Verstehst sich ja wohl von selbst! Hochspannung! Gleich siehst du Sterne. Ich hab genug. Wie ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Ganz nett eingerichtet. Dieser Angeber. Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Aber bitte nicht heute. Mal gucken. Eine Laserbarriere. Die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber! Sehen wir mal oben nach. Und? Wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Am Empfangsschalter! Nur wie? Kommen wir ran? Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal! Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schiebt ihr in der Zwischenzeit Wache. Okay, ich versuch mal mein Glück. Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen.
tiefer! Ei. Bist du okay? Hab ich mich erschreckt. Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Nicht aufgeben! Jetzt heißt es durchhalten. Nur noch ein Stück. Gleich ist's geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Thank you.
Meisterdiebin. Oh. So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? Hat funktioniert. Oh. Ich habe gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Wie es oben wohl aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Und nun? 10. Etage. Vorsicht an den Türen. Hey, hier! Los geht's. Los. Erste Hilfe. Eine Dusche wäre jetzt nett. Der mich erschreckt. Ob die uns gemeldet haben? Dafür fehlte die Zeit. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Ob wir nochmal anhalten? Die faulen Shinra-Säcke sollen mal die Treppe nehmen. Wenn jemand aufkreuzt, stellen wir ihn ruhig. Wird schon werden. Oh. Das nimmt langsam Überhand. 20. Etage. Vorsicht an den Türen. Alles geben! Versteht sich ja wohl von selbst! Das war's dann. Jetzt komm weg! Sehr gut, weiter so! Nach oben. Vorsicht an den Türen. So, dann leg mal los, und zwar schnell. Das dauert aber ganz schön lange. Wir können auch die Treppe nehmen. Bis ganz nach oben? Nee. 30. Etage. Vorsicht an den Türen. Macht euch bereit. Los! Nach oben. Vorsicht an den Türen. Hier arbeiten natürlich auch ganz gewöhnliche Leute. Ob die uns melden geht? 40. Etage. Was kommt jetzt? Vorsicht an den Türen. Ja. Alles in Ordnung. Um dich mache ich mir mehr Sorgen. Verstehe. Dann ist gut. Hä? Mutter, sag doch nicht sowas. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Nein,
Im Moment wissen wir noch nichts. Avalanche könnte also jeden Augenblick nochmal zuschlagen. Sei besser vorsichtig. Nach oben. Hm. Außerdem... Tja, so ist das. Auch bei Shinra arbeiten Leute wie du und ich. Mit einem Zuhause. Und Familien, die auf sie warten. Das wusste ich natürlich, aber... Aber so... Aus der Nähe... Keine schlechten Menschen. Aber auch Ignoranz richtet Schaden an. Deshalb müssen diese Leute wachgerüttelt werden. Wir müssen ihnen unbedingt klarmachen, dass der Abbau von Marco schreckliche Folgen hat. Nur dann kann die Welt sich ändern. Das wissen wir doch beide. Tifa. Wir sind hier, um Aeris zu retten. Hast ja recht. 59 Dekanen. Vorsicht an den Türen. Siebzig, 80, 90, 100, 110. Marco-Dichte erreicht kritisches Ausmaß. Initiiere die Kühlung mit Frostmaterie. Mit Verlaub, Zeit für ein Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makrodichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Zeig mir mal, was in dir steckt, mein Schatz. Oh, verzeichne Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigend. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle... Nicht hinterher alles schön auf. Himmelsfoyer, hm? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfang. Hey, seht mal. Cloud, komm mal rüber. Diese Ärsche. Mhm. Fahren hier hoch und sehen die Aussicht. Und freuen sich in Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur, weil Shinra dem Planeten das Leben aussaugt. Und die merken es nicht mal. Hm. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra.
Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Ha! Die sollen's ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Wir sind in ihrem Hauptquartier. Was erwartest du? Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Makostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Liebe Gäste, wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. Und es geht spannend weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt! Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet.
In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Mako Energie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los! Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind, und Tag und Nacht frisches Mako fördern. Mako ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Mako-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Mako hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wurmt's mich umso näher. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß!